So, eine neue Raumfahrt. Kunstig. Ich bin gespannt, was wir heute antreffen werden. Genau. Mary, das ist das neue Werk von Simone Levy. Und das ist fast fertig. Kannst dann für White Cube. In White Cube ist es und du kannst aber für Art Basel. Ey, du kennst sie doch. Ja, Larry Gagosian habe ich gerade. Ja, wow, ja, genau. Wow. Larry Gagosian hat gesagt, er will hier in Potsdam eine Künstlergruppe bilden aus dem Rechenzentrum und die heißt Rich Potsdam. Okay, ja, sorry. Rich? Nein, nicht Rich. Ja, Rich, aber nicht Rich Potsdam, sondern Rich Pö, weil Potsdam kennt keiner in der Kunst. Rich Pö. Rich Pö. Rich Pö ist in der Wie findest du das, Larry? Rich Pö? Weißt du noch dein Geburtstag? Das war so ein Knaller. Du warst mit Jeff Koons die ganze Zeit. Das war wunderbar. Diese schönen Hühnchen, die herumgefangen haben in deiner Villa. Ich fand das so toll. Also, du hast den Hund kaputt gemacht. Ja, aber das ist nicht so schlimm. Er hat ja viele. Der ist geplatzt. Er hat ja viele. Du, Larry, okay, ganz kurz, pass auf. Simone kannst du haben zur Art Dubai, aber die ist jetzt noch im White Cube in London ausgestellt und Menno ist gerade noch bei Leo Castelli in New York, aber den kannst du haben bei der Art Basel. Ich schicke dir die Daten zu und dann machen wir das rund mit aber wann machen wir nochmal so eine Einladung? Wann ist dein 76. Das ist der 19. Naja, nächstes Jahr, nach der Art Basel. Wir müssen gleich wiederkommen. Art Basel, bei Art Paris, die ist am 27. Okay. Vorher feiert er. Okay, 21, okay. Dann können wir uns nochmal verabreden. Na, wir treffen uns wenigstens bei der Art Basel, okay, die in Hongkong ist, okay. Weil da wir Ingo Peter haben und da wäre ganz groß also mit die Rich Pö. Die Rich Pö Gruppe. Okay. Ingo, Mello, Simone, okay. Elisabeth will als Plastik dazu haben. Okay. Und ja, und da kannst du wieder mit Jeff Koons treffen. Ich finde das so toll mit ihm. Das war so ein schöner Abend. Larry, danke. Wir sagen Rich Pö. Larry, lass danke. Es dir gut gehen. Larry Gagosian. Ciao. Komm. Wir müssen los. Kaffee dabei? Ja. Wo geht's hin? Oh Gott, weiß ich gar nicht. Wo geht's hin? Ich hab den Pfeil auf jeden Fall schon mal hin. Lass uns das überlegen. Also die Richtung? Sieht aus, wo du möchtest. Okay. Ja, wen haben wir? Elise. Migos Meininger aus dem Kunsthaus Hans Tietre in Potsdam. Ist toll. Wir verlassen das Haus wieder. Ist das nicht wunderbar? Wir werfen den Anker. Migos Meininger, 1963 in Jena in Thüringen geboren und 1984 bis 1986 in Jena Ausbildung zum Plakat. Stopp. Wir müssen noch unsere Klage machen. Wir machen kurz Pause. Ich habe uns hier. Oh, ich habe auch wieder den. Migos Meininger. Ich weiß, dass. Ich finde es ja so toll, dass Larry Gagosian endlich die Potsdamer Künstler gibt. Ja, ja. Über Umwege natürlich. Na, über Jazz? Weil du den Hund kaputt machst. Nein, nein, der ist nicht kaputt gegangen, der ist geplatzt. aber er hat ja vier. Und, vier? Ja, ich habe das alles gesehen. Ich weiß, dass Jeff Koons gesagt hat zu Larry, pass auf, er kriegt einen neuen. Weil er ist dran schuld gewesen. Ich habe meine. Ich freue mich. Ich sag mich nichts. Auf. Einfach. Rich Pö. Rich Pö. Hey, da kommt Wind raus. Wirklich. Rich Pö. Wind. Komm, wir fahren weiter. Okay. Genau, ich bin gespannt. Also, wir gehen aus. Migos Meininger. 84 bis 86 Ausbildung als Plakatmaler. 1986 Umzug nach Ost-Berlin. 1987 Künstlergruppe mitgegründet, Mal Doror. Und 1989 bis 1990 Studium Grafikdesign in Berlin. 1990 freischaffender Künstler, seit 1990 freischaffender Künstler. Und 2009 Gründung des Kunsthauses Hans Tietre in Potsdam mit Chris Hinze. Und 87? Ja. Und 87 hat er Herzattacke. Da hat er 87 hat er schon mit der Herzattacke. Ja, so ein zärtliches Kunstheft, Kunstkatalog, den er raus mit 12 anderen Künstlern. Und 9 Gedichte und Bilder von 12 Künstlern immer. Jedes Mal wechselt, aber er ist immer dabei. Und Christian Heinz ist auch mit dabei bei diesen Herzattacken. Und 89 bis 1990 hat er Grafikdesign noch studiert in Berlin. Und seit 1990 ist er zwei freischaffender Künstler. Und wo wir jetzt hinfahren, das Hans Tietre, ist ja mit schon das größte Kunsthaus in der Stadt. Oh, mein Fuß. Und wir schaffen es. Und Hans Tietre hat er 2009 gegründet mit Chris Hinze. Und mit Chris Hinze? Mit Chris Hinze noch.
Er war das? Ja, na, Mikro schon. Ja. Weil ich weiß, ich wollte vor Jahren, wollte ich da auch. Ich habe mir heute extra Spikes geholt. Dass ich hier offiziell mithelfen kann. Ja, guck dir das an. Super, genau. Ja. Vor Jahren wollte ich da mal ein Atelier. Du, wenn ich weiß bei ihm Atelier bin, denn ich bin einmal in Atelier gegangen und habe gesagt, das ist ein toller Künstler. Das ist ein Goller. Und das ist alles meins. Der macht. Naja, weil er so vielseitig ist. Der macht. Aber der macht hat ja auch Ausstellungen, wo er auch andere Künstler mit einlädt. Ja, ich meine jetzt sein Atelier, wo ich war. Okay, also und in sein Atelier. Genau, und in sein Atelier, da hast du halt wirklich von Pollock-Sachen bis zu Mark Rothko-Sachen bis zu wirklich figürliche Sachen. Ich meine, er hat ja Plakatmaler gelernt. Er kann ja alles. Er ist ja wirklich. Mhm. Das Handwerk hat er ja drauf. Mhm. Das wird immer schmaler. Wie sollen wir hier mit unserer Kunst vorbeikommen? Weißt du, wir haben riesige Bilder und wir haben jetzt so einen Ameisengang. Weißt du, das kann doch nicht wahr sein. So, wir fahren dahin. Okay. Einmal Seitenwechsel. Guck mal, da geht's zur Kunst. Da. Da. Genau. Wie? Wo? Da? Da lang. Und da hat er wirklich. Ja, so eine extreme Vielfalt. Skulpturen, da denkst du, du bist bei Giacometto im Atelier. Und das ist. Ja, ich kenne ja seine Skulpturen. Ich bin gespannt, oh, stopp. Heute. Stopp, oh Gott. Stopp. Wir sind noch im Ridge. Oh Gott. Wir müssen uns sichern. Anker werfen. Wir müssen uns sichern. Gott. Ey, wenn wir da jemals lose werden. Warte mal, wir brauchen doch die Schnur. Ja, die ist hier die Schnur. Achtung! Wir müssen das doch. Ich werfe. Oh ja, Gott! Eins, zwei. Ey, wir hoffen. Pass auf! Wir müssen aufpassen. Ja! Ja! Jetzt können wir. Okay. Let's go! Okay. Was ist los? Weißt du was? Was denn? Das ist verknotet. Ist verknotet? Weißt du was? Ja. Dann, ich nehme mal den Pfeil mit. Ich nehme den mit, das ist besser. Wir kennen den Weg. So du kennst den Weg. Ja? Du zeigst uns den Weg, Jan. Und bei Mikosch ist es wirklich so, dass du eine Bandbreite von Kunst hast, dass du immer wieder überrascht wirst. Und der sieht ja auch wahnsinnig viel und er greift immer wieder neue Themen auf. Und das ist cool. Er sieht wahnsinnig viel, wie meinst du das? Naja, er sieht wahnsinnig viel an Künstler und Kunst und greift auch immer wieder verschiedenste Themen auf. Okay. Ja, und jetzt Hans Dieter, seit 2009 hat er damit angefangen, der Mikosch und der Chris Hinze. Und es ist wahnsinnig viel entstanden. Da ist er ein kultureller Ort geworden. Ist ja nicht nur sein Atelier, ist ja ein Kunsthaus. Und dieses Kunsthaus, das hat echt. Alles findet statt. Ich war da auf Partys, Ausstellungen. Ich weiß, ich habe einen Geburtstag von mir habe ich da gefeiert, oder? Muss ich sagen. Ja, und das der 28. war, ja, sicher. Und das war unten in einem Raum. Ja, und oben drüber ist Ausstellung. Ja, ich habe keine Ahnung. Und das sind viele Räume. Und da habe ich einen Geburtstag gefeiert. Und ich weiß auch, dass sie da tanzen. Also Unterricht geben. Tango. Tango. Sebastian hat ja mal Tango-Lehrer gemacht und Klaviersachen. Und die haben ja ich finde immer, wenn sie Ausstellungseröffnung machen, dann haben sie unten noch so eine kleine Bar, wo sie dann immer Aftershow-Partys machen. Im Prinzip ist das nicht nur Ausstellungsraum, es ist eigentlich ist ein Kulturort. Also wirklich, San Citro ist ein reiner Kulturort geworden. Also auch, nicht geworden, sondern bietet halt viel mehr als nur Ausstellung. Ja. War ja auch das Konzept und das ist schön. Das sind auch herrliche Räumlichkeiten. Die haben auch richtig viel gemacht. Wenn man überlegt, wie es vorher aussah und was sie da. Oben die Architektur ist ja toll. Erinnert mich immer ein bisschen an ein Bauhaus, muss ich ehrlich sagen. Oben die Architektur? Ja, ein bisschen. Ne? Ist ein Profanbau. Ist ein glatter Boden, aber sieht toll aus. Aber trotzdem, von innen, also durch das Glas, was da oben. Oberlicht? Ist, hat schon was. Ist schon cool. Ja, ist ein schöner Ort. Sollte noch lange bleiben. Eigentlich für immer. Natürlich. Eigentlich für immer. Ja, immer. Auf jeden Fall. Finde ich auch. Wie lange dauert das? Potsdam so groß? Ja, wir sind da. Ich finde es toll. Das war's. Achso. Ja, jetzt haben wir Glück. Was ist los? Eigentlich haben wir Glück, weil Mikosch, der jetzt eigentlich in China war. Was? Ja, der wäre in China, der hat ja auch gesagt. Aber der ist gar nicht angekommen. Nee. Flieger hat sich gecancelt. Deswegen sind wir da. Und alle Werke, die nach China sollten, sind jetzt hier. Guck mal, wir haben alles da. Alles, er hat alles zusammengezogen, wir haben alles da. Und hey, wir sind schon fast da, wa? Ja. Juhu. Ja.
irgendwo muss sie arbeiten. Aufgang. Oh, ja. Oh Gott. Du wirst schon höher. Kalk. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, es ist so. Der Kaffee ist Wahnsinn. Der Kaffee kommt noch. Guck mal, wir haben ja einen Teil gemacht. Da steht wenigstens kurz drauf. Wow. Ja, doch. Sehr schön. Wir haben gerade gesagt, dass wir total Glück haben, dass du eigentlich da bist, weil eigentlich wärst du jetzt in China gewesen. Ja, ich muss sagen, nie auch. Ja, auch. Ja, ja. Nein, ich habe euch erwartet. Hi, Jan. Es ist mir eine Freude. Hi, Lars. Du willst rein? Okay, komm. Geht mal vor. Okay. Jan. Du darfst jetzt nur rechts filmen, weil links. Sind andere Plätze? Ist das Galerie Salvitre? Nein, doch. Du bist auch du. Das bin auch ich, aber es gibt schon andere Künstler. Kann man hier, warte mal ganz kurz, kann man hier nochmal? Ist das so gedacht, dass man hier drauf kann? Genau. Wie auf dem Boot. Bewegt, ne? Damit das eben die Schwingung aufnimmt. Also kann ich auch von hier rein? Dann geht es nicht so gut. Geht es nicht so gut? Aber ja, es sieht gut aus. Kijk. Wenn das von hier ist. Oh. Ja. Ich bin hier immer mal gesehen, wie das Schwingung. Ja, ich finde das Licht sowieso. Das ist Hammer. Was ich so schön finde, wenn ich hier reinkomme, die Ruhe. Wenn die Bauarbeiter mich bauen, nebenbei. Im Augenblick ist es gut. Jetzt ist es gut. So, was sehen wir jetzt hier? Ja, verschiedene Künstler. 12 Künstler, genau. Du hast 12 Künstler? Ja. Okay. Genau, und hier, genau, auf der anderen Seite, ist eins meiner letzten Werke. Das ist immer am schönsten, ja? Oder? Aber das ist alles durch die Treppe, ist so viel Kaffeesatz und Wirbel. Dass ich hier voll die Krümel reinbekomme. Das finde ich auch ganz interessant. Ein Künstler aus Serbien. Oh Gott. Ist ja der Wahnsinn. Ja. Okay. Wo fängt das an und wo hört das auf? Es hört nirgendwo auf. Nicht? Das ist riesig. Wow. Komm, wir beobachten einfach. Wir gehen einfach morgen. Schaut euch um. Das finde ich auch klasse. Hier gibt es so große von, oder? Genau, also den habe ich gebaut an Maßstab 1 zu 10 aus drei Teilen. Die sind aus Kunststoff. Mhm. Man sieht es kaum, weil die haben so eine Oberfläche mit so einem schwarzen Lack. Oder eigentlich schwarze Blachse. Ja, so ganz wie Eisen wirkt das. Ja, ja, ja. Und unwahrscheinlich schwer. Und jedes Teil ist 2,60 hoch. Und wenn man sie übereinander stellt, komme ich auf fast 8 Meter. Und wo steht das? Wenn die stehen gerade am Palais Ritz. Okay. Das ist bei der Hummelbrücke. Okay. Ich hatte etwas Archaisches. Und jedes Teil ist sind drei Teile, 2,60 hoch und insgesamt. Für den ist mal das Beispiel, eigentlich ist ja der Baum tot, aber der Tod hat hier immer bei Holz immer was Anregendes, was Schönes eigentlich. Ja, aber ehrlich gesagt, ja, wenn ich jetzt aber von diesem Kunstwerk rüber switche zu dieser. Ist das ja auch etwas, was aus dem Baum raus. Ja, ist ja was fehlt, aber hier sind ganz viele. Das Leben, wie es sich so gestaltet, ein Ringen, ein Verdichten, eine Masse von Menschen, die sich dann wieder auflöst und so ein Streben nach oben. Aber Mika, hat das nicht auch was zu machen mit so einer Baumrinde dann? Es geht immer um Vergehen, also um weniger werden und wieder mehr gehen. Also eigentlich um diese. Und diesen Prozess des Werdens und Vergehens, wie so vieles. Genau. Ja, hier wird auch was draus. Wenn man rausguckt, entsteht ja gerade ein Riesenhaus. Ja, ein Das machst du auch, die Kunst, oder wie? Die Baukunst. Das ist die Baukunst. Yes. Aber du schließt zumindest ein Groß. Durch dieses Hotel kriegst du am Tag 100 neue Gäste rein. Du kannst ja direkt eigentlich
vom Empfang. Eine Brücke bauen. Ja, genau, aber wenn wir nicht Corona haben, sonst kriege ich nur 10 am Tag. Oder nee, also und wenn es fertig ist, ist es ja auch nicht mehr Corona. Nee, und, aber trotzdem, in der Tat. Kommen wir trotzdem. Ja, man muss uns nur noch finden, weil man baut dann ein Haus vor unser Haus. Ja, aber ich denke mal, so ein Hotel liegt auch von Kunst. Und da, ich denke, du bist der Erste, der da im Empfang auch eine Vitrine hat mit deinen Sachen. Gleich mit dem Pfeil, ganz bestimmt, ja. 10, ja. 30 Sekunden, ja. Und sie bei mir. Ja, ja. Ich werde mich klonen lassen, da bin ich sowieso immer vor Ort. Ich stelle dir eine Sänfte. Alle der Reihe werden übertragen in eine Sänfte. Genau. Besser geht's nicht. Das ist gut. Hier drüben sind auch nochmal Sachen. Das sind ja auch aus dieser gleichen Zeit entstanden. Und das sind ja alte Pfähle. Was sind das denn für Teile? Das sind alte Pfähle, die auch im Wasser standen, boom. Die aber so zerfressen sind, dass sie oben schon Miesmuscheln dran waren. Das ist eigentlich aber auch ein Modell, oder? Die schau mal das. Hier, das ist eigentlich das. Das ist das Original. Und das ist wirklich also so ein Pfahl, der im Boden stand, im Sand, und der praktisch einen Steg getragen hat und dann hier so verjüngt ist, abgefressen. Und den habe ich gefunden. Und der, als ich ihn dann rausholte, fing er an, beim Trocknen so aufzureißen. Und das fand ich ganz spannend. Und der sieht ja noch aus, als ob der direkt aus dem Wasser kommt. Ja. Jetzt aber irgendwie. Oder? Ja, ich muss mal. Und die hast du in diesem Schwert? Die sind gegossen in Bronze. Okay, voll auf jeden Fall. Nein, nicht ganz, aber ist super schwer. Das ist ja wie im Mittelalter hier, wenn man so ein. Kannst du fehlen. Genau, wir haben alle auf so einer Höhe oder? Hier geboren. Hier, ja, auf der Höhe. Und kommt dann an so eine Wand, eine dunkle Wand. Ja. Also wenn du das aufhängst, also wenn du das. Genau, wenn ich die Installation aufbaue. Alle 40 cm einer, das sind 11 Stück. Die kann man nicht mehr zählen, die kann man optisch nicht mehr einfach so zusammenfassen. Man kann jetzt nicht einzeln kaufen, man kann die sozusagen als Serie. Das ist eine Serie. Installation, ja. Eine Installation. Eine Installation, genau. Und die 11, das alles, was wir sehen, kann man auch kaufen. Ja, man kann sich mit der Verbindung setzen, wenn man das, wenn es sich gerade für eine Ausstellung verplant ist. Ja. Das ist, wow. Das Original habe ich nie gesehen. Ja. Das ist echt Hammer. Mhm. Ich dachte auch eigentlich, dass es Modell ist und dass das Original größer ist. Aber dass es 1:1 ist, ist ja Hammer. Ja, und dass es nicht gerade ist, sondern eben leicht gebogen. Und wenn die dann alle anders sind von der Position, interagieren die natürlich schon. Und dann kommt der Schatten noch dazu. Ne? Natürlich, genau. Wenn du das in Abstand nimmst natürlich und die Belichtung hast. Das sind gar keine Miesmus, das sind ja Pocken. Das sind ja sozusagen Meerespocken. Seepocken. Seepocken, ja. Genau. Krass. Cool, ne? Guter Wandelstock, hä? Ich also, es gibt so Dinge, die macht die Natur, die sind großartig. Wie zum Beispiel auch die Walwirbel, ne, die ich unten habe und dann aber auch hier vorne. Aber jetzt, wo wir reingekommen sind, natürlich auch. Hä? Das ist, genau. Das aber ist mit der Naturserie hast du ja relativ spät das angefangen. Also ich sage mal so, das ist alles fast auf einmal gekommen, alles vor 2-3 Jahren, habe ich gemerkt, okay, dann hast du erst mit diesen wirklich aus der Natur herausgegriffenen Sachen angefangen. Also die älteren Sachen, die ich finde, kann ich sowas nicht. Ja, das ist immer eine Frage, wie viel taucht davon aus. Also stückweise gibt es das schon länger, aber es häuft sich halt dann an. Ist dann halt so eine ich mag ja sowas. Eigene Richtung auch. Ne? Ja. Und jetzt mal ganz was anderes, weil Malerei ist ja auch gar nicht deine Spezialität. Ich komme aus der Grafik und der Malerei. Eigentlich. Okay. Hier habe ich vor 9 Jahren angefangen, Skulptur zu machen. Weil das in diesem Haus? Vor 8 Jahren eigentlich, genau. Also 2009, als das Land hier sozusagen öffnet. Hast du da, weil du da mit ein paar Leuten so zusammen geöffnet hast und gearbeitet hast, ist es dadurch, dass du da Gemeinschaftsprojekte gemacht hast? Ja, das kann sein. Ich habe ja mit Chris Hinze das gemacht. Das ist ja, Chris Hinze kommt ja aus der Bildhauerei, Musikbildhauerei. Ja. Und natürlich auch der Kontakt zur Gießerei. Diese da, wo Chris auch gießen lässt in Dresden und so. Und dann habe ich mich da so ein bisschen hinein verliebt. Ne, aber gut, das ist das Gießen. Aber jetzt hatten wir es ja über. Ja. Du hast hier angefangen? Also ich habe angefangen, weil es im Winter hier so kalt ist, weil wir keine Wärmedämmung haben. Okay, so, da geht's drum. Und dann macht man das? Genau, dann hatten wir einen Kamin und dann hatte ich einen Auftrag für eine kleine Schokoladenskulptur. Mhm. Ne? Von Käfer. Und dann habe ich so eine wunderbare frische Auster gemacht, die zeige ich euch nachher noch. Genau. Mhm. Aber das war der Anfang, eigentlich, die habe ich geknetet und dann habe ich gemerkt, das macht mir unheimlich Spaß.
Material in die Hände zu nehmen und die Finger einfach laufen zu lassen, um zu gucken, was machen die, was tun die. Du hast es ja vorher nie gemacht. Du hast ja, wenn du schon sagst, du hast damals in den 80er Jahren Plakatmaler erst gemacht, dann hast du im Sandkasten schon so ein bisschen. Da fängt es eigentlich, da fängt es wirklich an, wenn man sich das nur erinnert. Ja, natürlich. Kleckerburg. So ein bisschen. Ich muss euch mal ganz kurz sagen, alle Sachen, was ihr seht, ihr denkt jetzt wahrscheinlich, hier sind 15 Künstler im Atelier, weil so viele verschiedene Stilrichtungen, so viele verschiedene Sachen sie sind. Alles Mikko Schmeininger. Und wenn ihr Mikko Schmeininger eingibt als Name. Aber da waren andere Künstler noch dabei? Nee. Nee, hier nicht. Das bist du. Alles ist Mikko. Okay. Und alle, also oben bei der Ausstellungsraum, aber hier ist er. Und wenn ihr Mikko Schmeininger eingibt, findet er. Ich will jetzt nicht Jimbo oder so was sagen, finde ich jetzt eh nicht. Aber ihr findet Mikko Schmeininger, die Seite findet ihr. Hammer. Also, schwenkt mal um, da sind so viele Stile, auch dieses fehlt da. Also, tut mir leid, ich biege jetzt einfach mal ab. Ja. Zu den Bildern. Ja. Ja. Nein, ich finde hier die Sachen da oben, weil es auch wieder so Materialsachen sind, mit diesem Boden, auch oben. Das sind alles unterschiedliche Stile. Na, ich finde eigentlich, was ich jetzt hier unten sehe, finde ich eigentlich diese Mikros, wenn ich das fragen darf. Mhm. Ja. Dieses Figur zum Beispiel. Und das ist so ein bisschen eine Serie? Genau, ist der Hintergrund? Genau, ne? Was bewegt dich da? Was bewegt mich? Also für mich ist eine Person, ich sehe da Personen, Figuren, und für mich ist eine Figur nicht abgeschlossen als solche, sondern in anderen Räumen ist man eine andere Person auch. Ne? Also sag mal, wenn ich das richtig verstehe, ist natürlich dieses, Lars, ist natürlich dieses, sag mal, das Kader, was du hast. Ist nicht das Ende von der Figur, sondern du willst sie eigentlich weiter nach außen explodieren lassen? Nee, ich meine einfach, es gibt keine klare Trennung. Ich könnte jetzt ein Porträt malen, da würde hier der Kopf sitzen, wahrscheinlich ein Bein und sowas. Ja, aber für mich. Und du hörst eher auf. Für mich steht eher eine Figur in der Gestik. Genau. In der Linie, in der Bewegung. Mhm. Ne? Also, hast du da noch mehr von dieser. Ich muss mal gucken, das ist hier alles gerade sehr durcheinander. Das ist immer gut. Weil ich das nämlich heute präsentieren Woher muss. Kommt es, dass du so viele verschiedene Stile machst? Weil du es aus dem Handwerk heraus kannst und weil der Reiz dahinter liegt? Oder? Okay, das gehört ja auch ein bisschen mit oder? Woher kommt es? Es kommt von daher, weil jedes Material, ob nun Ölfarbe oder Acrylfarbe, verlangt nach anderen Aussagen, anderen Mitteln, anderen Techniken. Okay, das ist richtig. Ich habe zum Beispiel in der Acrylmalerei diese Bubbles hier. Ja, hier ganz, 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 ganz leicht. Die findest du fein, oder? Genau. Darfst du hier sieht man sie mehr? Ich darf sie verraten, ich verrate sie nicht. Darf ich sie sagen? Du hast, nein, du darfst es auch nicht sagen. Okay, ich weiß Kein es ja. Fall. Auf keinen Fall. Okay, wir sagen es nicht. Genau. Es ist immer toll, weil die Leute sich wirklich Gedanken machen. Ich sage immer Fleißarbeit. Ja, das hast du ja. Du hast ja, wie gesagt, das Handwerk drin. Du kannst es ja. Diese Technik heißt ein Bubble Style Paintings. Aber das ist dein eigener Style. Ja, ja, ja. Bubble Style Paintings. Ja, habe ich vorhin bei der großen Söhne gesehen. Das ist genau. Ja, genau. Wandern wir mal weiter. Ist ja richtig hier. Weiter wandern. Keramik, ist sie auch von dir? Die Keramik nicht, aber die Bemalung. Also da habe ich in Berlin gemalt, in der Werkstatt. Preußenkeramik, Katrin Kühn, die hat die Keramiken gemacht. Und da habe ich mit Penck und Leiberg und solchen Leuten. Ist ja hier schon pragmatisch, war diese Art und Weise. Ja, diese Farbe lila, der macht auch viel. Ich hoffe, das Motiv ist nicht so sehr Penck. Nee, absolut nicht. Nee. Das Motiv nicht. Ja? Aber das war eine schöne Zeit, das sind die restlichen Sachen, die übrig sind. Also es gab eine ganze Menge. Ach, eigentlich fand ich es gerade mit Baselitz. Dann bist du auf der Linie. Ja. Genau, Baselitz hat das, weil der hat ja auch so die Kräfte fahren, Kräfte schwarz, was Schönes, was Wunderbares. Und ist das schon was wieder? Ich bade sehr gerne, ich gehe da jeden Tag hier baden. Und das sind alles die kleinen Badeflaschen und Flakons. Und dann habe ich diese Figuren gebaut als Flakons. Die Tänzerin zum Beispiel. Badeöle, andere Öle. Diese habe ich aber auch schon mal gesehen, die stehen einmal am L-Theatro. Die sind doch groß. Die sind ein bisschen größer. Das ist eine Verkleinerung. Doppelt so groß sind die beim L-Theatro? Nicht doppelt, ein Drittel größer. Ein Drittel, also gar nicht so groß. Aber die. Genau, und es gab mal jemanden, der wollte sie kleiner haben, etwas kleiner. Dann haben wir sie eingescannt, dann haben wir sie ausgedruckt, 3D-Drucker. Dann habe ich sie wieder mit Wachs bearbeitet und dann gegossen. Dann hat er sie ein Jahr lang gehabt und dann hat er sich doch überlegt, dass er die großen möchte, weil er einen anderen Standort hat.
Ja, aber was und für ein, was für hat er mir die wieder zurückgegeben und er hat die großen bekommen. Und die sind grober von der Struktur her, weil die anderen, die Original sind ein bisschen glatter. Oder wie meinst du, oder kann wirklich, man nicht sagen. Ich glaube, das ist nur, weil die ein bisschen kleiner sind, dadurch wird es ein bisschen auffälliger. Ja, aber sowieso ist es eine Skulptur, wo man sagt, das ist monumental und da macht die Größe im Prinzip gar nicht so viel aus. Also ich habe sie einmal, ich weiß nicht, macht du momentan. Und dann könnte man genauso denken, dass es riesig ist, ja, so qua Gefühl. Wenn du also diese Skulptur ist wirklich riesig, weil sie heißt Mond Navivier. Siehst du, das habe ich. Und deswegen muss man den Mond mit einbeziehen. Und wenn man den Mond mit einbezieht, in der Wahrnehmung, dann ist sie riesig. Also du musst die auch so richtig platzieren. Auf genau, sie gehören wirklich zusammen. Sie haben also wirklich dieses Dreieck mit dem Mond. Okay, das wunderbar. Das war die Idee. Okay. Und die gibt es eben auch nur zusammen und nicht. Nee, natürlich. Fantastisch, Mann. Mhm. Ich finde das auch wieder was ausschaulich. Das ist auch ganz legal hier. Ja, das ist, da arbeite ich mit Zinksachen oder sowas natürlich, mit Bleigießen. Ne, Blei nicht, aber sowas wie. Pappmaché und Baumwolle. Nein. Baumwolle? Darf ich ran? Also Baumwolle, wie heißt das denn? Nee, das soll ich kosten. Wie ist das Zeug hier? Ach, nein. Glasbaumwolle? Na, Jutegewebe oder so. Nee, das was nee, ist. Nee, das meinte ich nicht. Das ist ein Papierfaser? Nee, das ist auch nicht. Aber das ist jetzt selber gegossen, aber das und danach nochmal bearbeitet. Das ist ein Aluminiumguss. Ah. Das ist relativ so belassen, wie Aluminium auch ist. Ist auch wieder ein ganz anderer. Das ist manchmal so, wenn ich ja, Aluminium schwierig so von der Oberfläche ausschaut. Das ist zum Beispiel auch Aluminium, dieser Turm, der heißt Fragilität. Das ist auch wieder ein Fein runter, so eine richtige so eine Architektur, die dem zugrunde liegt und immer wieder Figuren, die sich so aufbauen. Ja. Ein fallender sitzen will, wie auch immer, träumender, wie auch immer, florale Form. Aber auch klettern hier oben, versucht da einer zu ersteigern. Die habe ich dann eben bemalt, ne? Einfach. Ist das sinnvoll? Weiß ich nicht. Was willst du damit? Ist das sinnvoll mit bemalen? Ich finde mal so, wenn so ein Material schon von sich aus spricht, Bronze, Aluminium, dass wenn man damit Farbe immer mal raufgeht, dass es schon fast frevelhaft ist. Und man kann es steigern. Also hier sieht es gut aus. Ich finde, genau. Hier ist auch mal hier ein Bahn. Genau, das ist eine Bronze. Da passt das. Ist eine richtige Bronze. Ja, ja. Und, und ich mache es natürlich nicht bei jeder, ne? Das ist klar. Es gibt auch die meisten nicht. Frauen, die lasse ich so, wie sie sind und kriegen eine Antipatina. Das ist unterschiedlich. Okay. Komm, wir machen noch ein bisschen. Ich wollte gleich auf. Genau. Ist dein Malstuhl hier oder dein Entspannungsstuhl? Ja, das ist so mal gehört natürlich. Das ist so wie der Leuchtturm, weißt du? Wahrscheinlich, dass du ja, das ist alles ganz siehst. Wichtig, dass man ich bin jetzt hier Mikrosch und wartet und auf den Moment wartet. Und dann springst du, sag mal so, in alle Richtungen. Oder du machst das oder du machst das. Wie so ein Falke. Ja, ich weiß. Okay. Dann auf einmal manchmal, bam. Manchmal braucht man dann diesen Moment und aus dem Moment heraus kann man dann, sieht man dann, wo man. Du bist ja auch hier, du hast Öffnungszeiten, Sanhedrin hat Öffnungszeiten, du bist eigentlich auch mehrere Tage, wenn ich gerade auf dem Ausstand unterwegs bin, oder wenn ich bist du eigentlich auch hier antreffbar. Mittlerweile nicht mehr so oft, muss ich nicht mehr immer da sein, aber... Es ist sinnvoll, Termin zu machen, wenn man sozusagen... Besser wäre es ja. Aber nicht nur das, du hast doch auch, es ist ja auch noch mehr im Haus. Das ist ja immer offen. Ja, irgendwo oder nicht? Aber guckt, deswegen ja, das ist auch. Genau, es ist ein Kulturstand auch geworden. Okay. Ja, wir sind ja ein Verein. Was habt ihr alles? Ihr habt ja, wenn man schön, ich weiß, ihr macht Tango, ihr macht Ausstellungssachen, Konzerte, Lesungen. Lesung, genau, mit verschiedenen Workshops und so. Tango? Was meinst du jetzt? Diese Lesung macht er doch jetzt eine Reihe. Ach, mit Michael Gerlinger. Genau, mit Michael Gerlinger. Ein Schauspieler. Mit Thomas Arnold, genau. Genau, auch super Sachen. Mhm. Also echt vielfältig. Ja. Schön. Das heißt, man kann nicht einfach herkommen und du bist da. Man kann es immer versuchen. Man kann es versuchen. Klar. Und manchmal ist es immer mehr. Und sagen wir es mal so. Manchmal klappt es. Wenn man zweimal kommt, dreimal kommt, gar kein Thema. Mhm. Ja, und wir gehen nochmal weiter. Das ist übrigens eine ziemlich der letzten Arbeiten, die Zeichnung. Das trocknet noch. Für die Herzattacke, jetzt kommt die Herzattacke, das ist zum Beispiel eine Herzattacke. Das ist ein bibliophiles Buch mit verschiedenen Bilden und Grafiken, und grafisch, also Bilden, Künstlern und Autoren. Und das ist zum Beispiel Johannes Heisig, eine Arbeit.
Und es gibt wirklich Zeichnungen. Hier ist genau jetzt reingelegt. Zeichnung von mir. Und die erscheint in einer 95er Auflage. Und die nächste Ausgabe. Für die nächste Ausgabe sind hier schon die Zeichnungen fertig. Das war die Herzattacke. Da gibt es eine Ausstellung im Juli zur Herzattacke hier im Kunsthaus. Das sind dann die neuen Werke für die. Genau. Jedes ist dann ein Buch angefertigt. Genau, jedes Mal. Die sehen jedes Mal sehen sie so aus. Aber immer die Vor. Nein, immer ein anderer. Immer okay. Andere machen die Umschläge. Aber so ein Buch ist das. So ein richtiges so ein Buch, ja. Schönes. Genau, mit ungefähr 20, 25 Arbeiten, grafischen und Arbeiten. Wie lange macht ihr das schon? Seit 1987 oder bis 1989. Das finde ich auch cool. Und also, das war eine Künstlergruppe Modularo. Nee, die heißt Herzattacke. Genauso. Und wie war das andere, wo du als du nach Berlin gekommen bist, warst du mit so einer Künstlergruppe, wo du eingestiegen bist, 87, Modulo, wie hieß sie? Das 360 Grad oder was? Nee, ich habe es irgendwie erlesen, dass du da in so einer Künstlergruppe reingehst. Malte Rohr. Und das ist doch Herzattacke. Malte Rohr ist die Edition. Wir machen also praktisch Künstlerbücher. Und da habt ihr aber 87 angefangen mit? Also vorher? Genau. Wir haben weitaus vorher angefangen, aber die erste Herzattacke ist 89 erschienen, die ersten vier Hefte. Was darf man fragen, was kosten die? 800 Euro kosten die. Ja. Ein Buch. Ja. Aber das sind ja alles, das ist alles original. Es ist wunderbar. Und du sammelst sie selber, na klar. Ich sammle sie selber, ja. Also. Aber das ist natürlich ein sehr großes. Welche Auflage sind denn die? Die sind ja gar nicht so groß. In der 95er Auflage. Das ist ja gar nichts. Ja. Und wann bringt ihr die mal raus? Das ist halt sehr viel Arbeit, das Ganze zusammen. Ja klar, das ist auch hochwertig gebunden. Das ist ja nicht so kein Paperback-Ausgabe. Das sind auch zum großen Teil eben Erstausgaben, Erstveröffentlichungen von den Autoren. Also eigentlich ist der literarische Teil die Hauptwerk. Das ist lecker. Beides funktioniert. Genau. Noch schönes Papier. Man kann sich sozusagen bei dir melden. Und das ist die Ausgabe von 2020? Das ist die letzte Ausgabe 103 von 2020. 103? Wir haben 103 Bücher gemacht. Ach so, ihr habt eh Auflagen, also eigene Künstlerauflagen auch in der Genau. Und jetzt im Juli erscheint die 104. Wo du mit diesen Werken dabei bist. Genau, jedes Mal für jedes Buch. Das heißt, man kann sich bei uns melden, unten sind die Daten oder direkt beim Mikro und kann schon vorbestellen hier sind für. Wir haben immer 100 Stück gemacht, das sind die 100 Stück für die Ausgabe und ein paar bleiben dann immer übrig, die ich dann extra verkaufe. Die du extra verkaufst, aber vielleicht kannst du mir zeigen, wie das geht. Ja, wir können ja auch. Ich würde auch mal so. Ich meine, das ist ein Druck. Du machst das jetzt nicht alles einfach so. Das ist nicht Druck. Das ist Das ist gewohnt im Pen. Ja, genau. Ja, aber das da unten. Das sind alles Originale, die da drin sind. Das ist okay. Lass mal sehen. Ich will ja auch eins machen für das Buch. Genau, ich habe ja auch schon Sachen so was vorbereitet. Wir können es nämlich dann ein bisschen größer machen. Wir müssen ja nicht zu klein. Ne? Also das ist schon mal die Basis, ja? Das wäre die Basis, also diese beiden Teile. Dann machst du das nochmal. Okay. Sorry. Wie du? Naja, das sind ja dann zwei. Dann mache ich ja zwei. Oder machst du vier oder sechs oder acht oder zwölf? Aber dann hab ich hier doch. Naja, Magnea, komm mal hier. Mach mal. Natürlich mache ich. Super. Oh, ein bisschen gelb, ein bisschen, ich weiß nicht. Ja, mach mal ein bisschen. Ein bisschen was. Aber ihr könnt ruhig zusammenarbeiten. Finde ich auch. Ich mache den einen hier oben, ja. Ich hoffe, dass da genug Farbe ist. Normal mache ich immer mehr. Du darfst mehr Farbe nehmen. So, jetzt drücke ich das, ja? Mhm. Mhm. Wo bist du gerade aktuell dran? Bei deinen aktuellen Sachen ist doch mehr Skulptur als. Guck mal. Ja, genau. Ich habe eine Skulpturenausstellung hier mit Hans Wendt. Findest du viel Farbe? Guck mal, hast du viele von uns da? Mach da einfach vielleicht so ein bisschen. Lecker. Und dann. Dann können wir was anderes machen. Gib mal noch ein bisschen Farbe. Du kannst aber jetzt schon weiter drucken, theoretisch. Da ist so viel Farbe drauf, dass du. Ja, du kannst auch drucken. Genau. Nee, ich bin ja. Ich druck zu. So machen wir das. Dass diese Punkte rauskommen. Ja? Wunderbar. Und lass mich mal hier. Die bitte hier nochmal drauf gehen. Genau, und wo ist die? Ihr bereitet jetzt eine Ausstellung vor oder wie ist. Jetzt gibt es ja erstmal die Ausstellung zu dem Denkmal. Ja, genau. Ne, dieses Projekt, dieses Demokratiedenkmal. Demokratiedenkmal für den Luisenplatz. Ja. Da habe ich ja den Wettbewerb gewonnen und das Denkmal
sollte bis zum 4. November fertig sein. Oh, der ist ja sportlich. Sehr sportlich, ja. Und deswegen gibt es ab dem 6.6. hier eine Ausstellung. Also die heißt, okay, wir brauchen jetzt aber schwarz. Genau, das müssen wir ja ein bisschen trocknen lassen. Hast du ein Lieblingsmaterial, Nikos? Lieblingsmaterial, auf jeden Fall. Acryl, Bronze, Wachs. Also ich glaube mal, in der Plastik ist es am Ende Bronze. Was ich in Bronze gemacht habe, ist natürlich ewiglich göttlich unzerstörbar. Es ist ja eigentlich auch die Königstechnik. Das finde ich ganz schön. Ja, das ist so ein bisschen strukturiert. Okay. Wir lassen das trocknen. Guck mal her, Lars, hast du schon die Beine gesehen? Ja, ja, die sind ja in Bronze. Die sehe ich ja auch ganz gut. Genau, die möchte ich zum Beispiel auch. Aber ihr malt jetzt, ich würde euch hier gar nicht kommen. Ja, es muss trocknen, aber die gibt es auch in ganz groß. Die Woge heißt es ja dann. Genau, Zwillingswoge, genau. Die Zwillingswoge. Genau, die gibt es mittlerweile 5 Meter groß. Mhm. Ja? Da kann man inzwischen tanzen. Und die ich auch transportieren kann, weil die hat nämlich nur eine oberflächliche Bronze. Mhm. Aber bauen will ich sie 30 Meter lang und 7 Meter hoch. Genau, es ist trocken. Und dann kann man durchlaufen. Alles klar, ich glaube, wir müssen hinmachen. Außerdem sind Figuren malen. Das sind ja alles Linien auch hier, oder? Guck mal, du bist genau. Ja, aber jetzt, das System ist ja natürlich jetzt ein anderes, ja, als was du da in das Buch, in dem Buch machst, ja? Genau, okay, ich packe das mal hier hin. Erstmal, versuchen wir erstmal eine so, ja, bevor wir auf die Farbe gehen. Ja, wollen wir es versuchen? Was versuchen? Jeder macht eine Figur, guck mal. Oh, gerne, gib mir einfach einen Pinsel. Guck mal, so. Aber du willst die genau diese Figur? Nein, genau nicht. Mir ist egal, komm. Du kannst anders machen. Willst du anfangen? Na klar. Fang du an. Okay. Das war ein dicker Pinsel. Also einfach so eine Linie, so eine Umrandung von der Figur. Du hast auch mal so ein Pop-Up-Projekt gemacht, wo du so ein Ansichten so Pop-Up-mäßig bearbeitet hast. Sowohl erstmal. Genau, wo du trotzdem alles so Pop-Up-mäßig bearbeitet hast. Hey. Das hast du auch mal gemacht. Du fühlst dich Guck mal, wow. Der hat den Schwung drauf. Das ist ja Nikos. Das ist ja super. Jan, du kopierst Nikos und dann... Hey, guck dir das an. Oh, der noch. Der Punkt. Dann machst du hier unten auch noch einen. Das ist okay. Das ist ein wunderschönes Blatt. Mach ich unten auch noch einen. Jetzt einfach Nikos unterschreiben, dann verkaufen wir das an. Warte. Das ist halt so drauf, ne? Ja. Aber richtig, ich habe so lange üben müssen. Guck mal, wie oft ich üben müsste. Hammer. Tja, echt toll. Ich kenne ja einige Künstler, die haben eine Factory. Das heißt, da arbeiten andere Leute. Falls du Jan einstellen möchtest, so. Ich könnte auf jeden Fall drüber nachdenken. Also. Das ist immer damit noch mal so ein bisschen. Herzattacke 2022 im Altersangeschaut. Okay, du musst nicht zu viel. Nein, das sage ich meinen Kindern. Nein, nicht zu viel von diesen Punkten. Nein, nein, das war zu viel. Das war jetzt wirklich ein bisschen zu viel Spaß. Genau. Findest du nicht? Okay, dann du das. Oh nein. Aber sieht sehr gut aus. Oder? Toll. Cool. Also, das können wir aufhängen, ja? Muss aber erst trocknen. Jungs, mein Kaffee wird alle. Muss aber erst trocknen. Wollt ihr noch Wein? Ich hätte noch euch was zu zeigen. Wollt ihr das noch sehen? Ja, dann kommt der. Oh Gott, wieder Wein. Der Durst. Okay, aber ich habe jetzt auch. Ausnahme. Ich lasse meinen Kaffee mal kurz stehen, der ist alle. Der krümmelt schon, bevor sie alle wieder. Gehen wir ganz schnell mal ganz nach hinten. Du hast das Wein, ja? Geht das weiter? Es gibt immer was Vernünftiges. Der Wein ist noch in der Kiste. Okay. Ich habe eine ganz andere Atmosphäre. Oh. Sehr vielen, vielen kleinen Arbeiten, die alle so entstehen im Laufe der Zeit. Und hier ist der Durst drin. Genau, hier ist der Durst. Das ist auch ein Herzensprojekt von mir. Das habe ich. Hast du mehrere von Koffern so gemacht? Oder 13 diese Kisten habe ich gemacht. Bemalt, also richtig so strukturiert. Das ist richtig hier Ölfarbe. Dann haben wir hier das Buch drin und siehe da, zu viel versprochen, ein Rothschild. Genau. Okay, gedacht ist, wir dass eigentlich... Wir brechen jetzt hier ab, wir brechen ab, wollte ich auch sagen. Okay, noch, wir gucken uns das Buch später an. Genau, wir gucken uns, du hast recht, geht dir mal die Hände waschen? Ja. wir haben die Kiste mal bei, oder? Genau. Und das, gucken wir uns später an, das Buch. Genau. Guckt euch später an. Das guckt man sich auch tatsächlich, man soll sich dazu eine Flasche öffnen. Die sind, aber lass trotzdem mal und die sind, die meisten sind ja davon verkauft. Die sind schon, ja genau. Das ist einer das Letzte. Was da, wenn ich jetzt ein totaler Weinliebhaber bin und möchte jetzt zu einem der letzten Exemplaren, was kostet das? 5.000 Euro. 5.000 Euro. Toll. Ist doch kein Preis. Ja, das ist wirklich kein Preis. Wenn ihr das jetzt kauft, dann können wir
Dann gibst du uns eine Weinflasche aus. Also nicht eine von diesen, aber dann trinken wir uns auch. Ordentlich einen Wein zusammen. Ihr habt gehört? Abgemacht. Wir lassen mal die 5000 Euro zu. Und wir müssen wirklich gehen, Nikos. Mein Kopf ist echt alle. Das funktioniert bei mir nicht. Das ist doch Hammer. Ein bisschen mehr. Ja, wir kommen wieder. Tut mir leid. Nee, mir tut's leid. Aber, Ist aber nun mal so. Seit 40 Jahren trinke ich Kaffee. Ich kann mich nicht ändern. Ja, dann, ich muss mal länger. Wir kommen wieder. Ich kaufe das für 5000 Euro und wir kommen wieder. Das ist doch kein wir trinken den Wein. Ja, das ist wirklich ein. Oh, es war aber gesellig. Das war nur ist toll. Ein kleiner Einblick. Ne? Aber schön, genau. Sehr schön. So, und die Leute wollen ja sehen, auch was drin ist im Buch. Das, wir haben es ja. So, Lars, du weißt ja, dass ich dein Kunstautomat natürlich unterstütze. Ja, und jetzt danke. Dürft ihr aus der Box, wo. Oh, und so dürft ihr einfach ganze Originale, oder? Eins gut aussuchen. Ja. Ich mache einfach so. Wenn du einfach so machst, dann suche ich mir eins aus. Bitte. Ist es so rum? Ja. Oh, ich finde das toll. Ist gut, richtig. Ich habe das. Hat gleich was Asiatisches. Ja, ich habe was mir. Die Erinnerung an China. Weil die gehen jetzt tatsächlich zu euch. Ja. Oh, toll, danke, Mikosch. Ich habe sogar eine Signatur hin drin. Oh, sehr nett. Mit einer Signatur. Toll. Mhm. Wunderbar. Danke. Danke. Okay. Let's go. Mikosch, ich würde dir noch einladen, auf unserem roten Sofa zu signieren. Bitte da. Den Hund nehmen wir auch mit. Das ist Willi. Wenn ich die Menschen richtig spielen. Sind wir fertig oder was? Gehen wir hier rüber. Super. Such dir aus. Ich möchte erst mal vorne hier auf dem Sofa sitzen. Okay, natürlich. Mit diesem blauen Kleid auf diesem roten Sofa. Ja, also. Ich verziehe mich mal hier. Ich glaube, wir sind ein richtig schönes Sofa. Okay, das reicht. Miko, ist hier dein Stift. Ist ja noch ganz warm gewesen hier. Ja, heiß, heiß. Hast du hier gesessen? Natürlich. Such dir aus, du kannst Lehne, du kannst Rückseite, ja, du darfst. Das ganze Sofa außer der Sitzfläche. Ein alter Mann schreibt natürlich gleich hier, ne? Du kannst ja machen, wie du willst eigentlich. Ne? Das mache ich sehr gerne. Hier sitzt er aber. Wenn ich sitze, ja, perfekt. Yes. Das ist ein Unterschied. Cool. Prima. Du sagst Tschüss. Sollen darf ich bitten? Okay. Willst du mit Mikosch wegfahren? Okay, Mikosch, wir gehen. Also, hasta la vista, ja, wir kommen wieder. Danke. Komm wieder. Wunderbar. Okay, Lars. Ciao, ciao. Mikosch, tschüssi. Danke. Ciao, ciao. Kaffee, warte. Scheiße. Nee, warten, ich muss die Kaffee. Ich hebe mir heimlich immer noch meinen letzten Schluck auf. Nee, da ist keiner mehr. Oh, Himmel. Schmeckt nicht.